Der Night Talk mit Martin Lejeune, live aus dem Protestcamp vor dem Bundeskanzleramt. Heute im Gespräch Jonas. Hi. Guten Abend, Jonas. Wie geht es dir? Bestens. Ein bisschen hell, aber ja, ansonsten. Was gibt's Neues? Genau. Wir haben immer noch was zu tun. Wir haben brandaktuell von heute Toiletten, endlich Dixi-Klos, noch Zuwachs bekommen an Teilnehmern, an Zeltern. Dazu ein bisschen Mischmasch in den Pavillons. Wir haben ein wenig verteilt. Nutzen die Wiese mehr, muss ich sagen. Leider werden wir jetzt wieder, es war jetzt für 2 Nächte ausgeschaltet, aber ab sofort werden wir wieder von Wassersprenklern nachts bombardiert. Darauf müssen wir uns jetzt wieder einstellen. Es war sehr schön ohne, aber leider möchte die Kooperation nicht ganz klappen. Wir haben jetzt brandaktuell, wirklich zur letzten 15 Minuten, haben wir einen Fernseher bekommen, der in einem Rahmen steht, um Videomaterial von Demos und Sonstiges zur Verfügung zu stellen, in den Zeiten, in denen wir jetzt persönlich vielleicht in kürzester Nähe nicht ansprechbar sind. Und deshalb machen wir quasi so eine, wie soll ich sagen, eine Info-Ecke, an der halt keiner labern muss, sondern einfach nur kurz zuhören und das Ganze ein bisschen abzukürzen. Also nicht wirklich, aber schon eine coole Sache. Kam von außen, haben wir nicht in Auftrag gegeben, war ein Angebot und finde ich eigentlich echt nicht schlecht. Wer das kritisch sieht, der darf das gerne auch zu Wort bringen, muss ich sagen. Kommt doch gerne vorbei und redet drüber. Ansonsten glaube ich, ja, doch, die Zelte, die Pavillons bleiben jetzt, wo sie sind. Die sind richtig windfest gemacht, die fliegen auch nicht mehr weg, weil wir jetzt auch Seitenwände dafür haben. Wir haben alles so ein bisschen, bisschen mit der feineren Feile drangegangen. Aber ansonsten, ja, glaube nicht viel. Doch, einen selbstgebauten Kasten, da kommt sicher auch noch ein Video, das habe ich nämlich gemacht, während dem Aufbau vom Generatorschutz. Da wir jetzt eine Vorrichtung haben, in der wir den Generator wetterbeständig oder beziehungsweise ein bisschen regenfester gemacht haben. Ja, und das war eigentlich auch alles, was wir gerade, ja, genau. Es sind wohl 2 Reichsbürger im Camp. Hast du dazu eine Meinung? Nein. Ich persönlich werde mit jedem ein Gespräch suchen. Und wir haben definitiv noch einige Unstimmigkeiten im Camp selber. Das ist die Meinung jedes einzelnen Teilnehmers und jedes einzelnen, der ist berechtigt. Beziehungsweise nicht wirklich angreifbar, weil für mich, wir müssen dann nichts groß. Ja, nee, nein, echt, nein, nein. Und ich meine, das Eiserne Kreuz ist ja kein verfassungsfeindliches Symbol, das ist nicht verboten. Das, ehrlich gesagt, das ist ein Symbol der Bundeswehr. Ja, glaube ich, ja, ist so. Stimmt. Nur es wurde sehr, soweit ich weiß es auch echt nicht wirklich genau. Also Dirk hat gesagt, ich zitiere jetzt Dirk, ich bin gegen die Kaiserfahnen und gegen die Reichsfahnen. Ja. Also er will keine Fahnen vom Deutschen Reich. Ja, das hat Dirk gesagt, das ist seine Position. Ja. Also gibt es jetzt bezüglich Eisernes Kreuz eine Position, habe ich Dirk noch gar nicht darauf angesprochen? Nein, nicht direkt. Das ist, nein. Nein, es gibt keine Position zum Eisernen Kreuz alleine. Nein. Okay, und aber du bist erstmal für alle offen. Ich bin vor allem nicht für alle immer sprechbar und ich habe hier nicht die Aufgabe, irgendwie, also ich habe nicht mit
Nein, das führt zu was anderem. Nee. Alles gut. Ich würde da jetzt gerade nicht drüber reden. Okay, aber alles cool. Ja, weil ich bin da noch nicht hinterher. Dann gehen wir, Pfarrer. Es war der Pfarrer im Camp. Ja, klar, ja. Wie? Der kommt auch immer wieder. Also es ist sehr, sehr, sehr toll, wenn wir hier in der Nähe, vor allem, ich meine, die Berliner generell unterstützen uns ja sehr. Wir haben heute einfach so eine Spüle. Ah ja, genau, eine Spüle gibt es jetzt auch noch. Vielen Dank auch dafür. Wir haben einfach eine gebaut bekommen und hierher gestellt bekommen und gesagt, hier, da ist sie. Genau, ja. Und der Fahrer? Also darf ich kurz das von davor? Ja. Wir positionieren uns weder rechts noch links. Wir möchten nur nicht, dass wir da irgendwie nach außen ein Licht geben, dass wir eben genau das nicht tun. Also ignorierend und transparent und eigentlich auch wirklich, wirklich nicht in irgendeinem... Also, Wenn man mit uns das Gespräch sucht und Meinung austauscht, ist das völlig legitim. Wir müssen nur ab einem gewissen Punkt sagen können, für uns ist das nicht, ist es nicht angebracht, solche, wie soll ich sagen, nicht in unserem Interesse, die Interessen der Flaggen und der Fahnen und ich weiß nicht, das Eiserne Kreuz. Wie gesagt, ich weiß, dass ich es sehe und ich weiß, dass es immer noch benutzt wird, das stimmt, ja. Aber ich kann auch jetzt keine Bedeutung dem zuschreiben. War jetzt auch akut eigentlich nicht das Thema. Genau. Nee, und der Pfarrer im Haus, der ist ja nicht mehr da. Der ist ja jetzt, die Kinder haben Schule und deshalb muss er sich darauf konzentrieren. Mhm. Schöne Grüße übrigens. Ne? Ja. Und Gottes Segen. Ja, klar. Kommen wir zu den angenehmen Themen des Lebens. Wie geht's deiner Freundin Lea? Gut. Schön. Kommt sie? Ich habe, wie soll ich sagen, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es echt noch nicht. Und das, würdest du dir was Nettes sagen? Das ist doch eine super Gelegenheit jetzt über dieses Video. Ich sag meiner Freundin jetzt erstmal nichts, nein. Du kannst es ihr auch direkt sagen. Muss ja nicht über YouTube sein. Das ist doch jetzt... Nein. Schikane. Sorry. Okay, dann höre ich auf. Ich wünsche dir... wirklich nicht mein Privatleben. Das, nein. Okay, das respektiere ich. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich dir auch. Und alles Gute. Bitte. Ja. Und weiterhin viel Erfolg. Ja, werden wir haben. Auf jeden Fall. Danke. Achso, noch eine Frage. Ja. Materialwart bist du nicht mehr, ne? Och, ich will das eigentlich, ich muss ehrlich sagen, ich würde mich gerne mehr auf die Projekte, die wir auch, ich meine, wir haben jetzt einen Fernseher da und über die Videos und all so ein Kram kümmern und deswegen will ich das auch abgeben an Joanna. Aber du bist jetzt der Korrespondent. Ja, ich deswegen, das meine ich halt, ich würde mich da wirklich drauf voll konzentrieren, weil ich das, ja, wie soll ich sagen, darauf aus bin, so, also für mich jetzt hier in dem Camp mich einzubringen, weil den, ja, Mattwart, das Dirk hat gesagt, da gibt es auch interne Diskussionen, sag ich mal so, weil das ist ja auch nicht alles nur, es gibt ja kein, leider gibt es kein nur uns, weil er hat Kram mitgebracht und Leute haben den Kram eben nicht mitgebracht und es geht um so eine Vertrauens, glaube ich, Geschichte auch noch. Aber ein bisschen. Aber das werde ich nicht weiter erläutern. Das vielleicht bald. Ja. Also, es geht gerade um einfach nur Material. Ja. Genau. Es muss ja nicht alles auf YouTube ausgebreitet werden. Telegram ist auch groß. Ja. Und Dirk hat gesagt, du begleitest mich jetzt zu jedem Termin. Das muss ich ja. Ja, und das, davor muss ich halt eben diesen Dienst vom Mattwart. Sag mal, den soll doch Joanna übernehmen. Ja, wir sind morgen dabei. Wir haben viel, habe ich vorhin gesagt, wir haben viel Manneskraft morgen hier und wollen hier richtig was stemmen. Wird viel umgebaut wieder und da kommt auch das Materiallager dazu und das würde ich dann quasi mit der Susanne und der Joanna fertig machen und dann so übergeben. Ja, genau. Ja. Du bist dann bereit, Dirk, überall hinzufolgen. Überall vielleicht nicht, aber ja. Naja. Also ins Zelt komme ich nicht mit. Ja. So weit geht die Liebe dann doch nicht. Ja? Nein. Ich habe ihn ja ganz gern, aber ja. Du hast ja auch eine Freundin. Ja,
Ja. Aber darüber reden wir nicht. Nein, darüber reden wir nicht. Nein, okay. Nein. Okay, machen wir auch nicht. Ich mache jetzt aus. Ihr seid echt. Ja, machen wir aus. Tschüss.